herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Real Farming LS19 meets Reality mit dem Jürgen Racex, Dark Racex YouTube. Servus. Hallo. Jo, meine Brötchen haben gut geschmeckt, ne? Jo, ich bin auch pappevoll, hä? So, ich glaub, und... Ich kühl's mal weg. Jo, pack mal weg hier. Brauchen wir nicht. Du, hey, komm noch mal her. Jo. Guck mal hier, was liegt denn da? Jo. Ah, heb bloß das Papierchen auf, ich sag's dir. Jo. Ey. So. Ja, könnte ich dir ja fast einen Satz heiße Ohren verpassen, gell? Bambacken, wo ist die denn hier? Das ist die Markierung. Für die Bäume, die gefällt werden müssen. Kennst du doch, da die Bäume sind doch dann so mit einem roten Strich oder so markiert. Ja. Ja, genau. Hast du überhaupt mitbekommen, dass Absperrpflicht wieder aktiv ist, ne? Ja, was soll ich hier in einem Waldgrundstück absperren, ne? Ewe. Ich sag mal, wenn du jetzt hier so am Fällen bist, ne? Ja. Hier ist ja so ein Weg. Und du hier an dem Weg am Fällen bist, kennst doch die Absperrdinger da. Ja, ja, ja. Absperrbänder extra für den Forst. Und die muss ich dann nehmen, oder was? Ja, kannst du bestellen, sind diese Bänder nur. Muss ich nur Stange in die zwei Stück reinkloppen und dann dazwischen einfach der Band spannen. Ja, nee, ich, ist das nicht. Am Weg werde ich jetzt nichts fällen. Was willst du denn hier machen? Ich muss hier Bäume rausnehmen. Das ist viel zu dunkel hier drin. Ist das dein LKW? Jo, den habe ich gerade vom Hans-Peter gemietet. Ah, gemietet. Ja, den, aber der macht eine gute Figur. Ich werde mir den wahrscheinlich dann irgendwann zulegen. Geh mal rein, okay? Oh, guck mal an. Schickes Teil. Ja, vor allem ist der ein bisschen, weiß nicht. Der macht mir einen besseren Eindruck wie dieser ganze Mercedes-Kram. Mhm. Bei Mercedes muss der nur gut sitzen und dann passt die Karre. Ja. Ja, und hier, da geht es einfach um Drehmoment und die ganzen Geschichten. Und dafür ist der Tatra schon richtig gut mit seinen 6x6. Mhm. Da kannst du mal gerade mal mitkommen, weißt du? Dann zeige ich dir mal, worum es gerade hier geht. Weißt du, da oben hier, der hier, da war ein Baum, der war schon richtig schräg rausgestanden. Der wäre bestimmt demnächst umgekracht. Weißt du, und da haben wir hier noch ein paar weitere. Guck mal, da oben drin, da sind auch noch welche. Pass auf, dass sie nicht runterrutscht. Gerade wenn... Ei. Ah. Ei. Oh, ah. Oh. Ei. Oh, Scheiße. Mann. Bin ich abgerutscht, ey. Da hab ich hinten... im T-Shirt hab ich jetzt den scheiß Tannenzapfen. Mann, du. Jetzt hab ich jetzt... Weißt du, guck mal, den hier zum Beispiel, ja? Oh Gott, du kannst mal anlehnen. Wenn wir uns da jetzt zu zweit anlehnen würden, dann würde er, glaube ich, wahrscheinlich umkippen. Soll ich mal machen? Pass auf. Soll ich irgendwo bei helfen mit den Fällen? Ich hab momentan nichts zu tun. Ja, das könntest du machen, aber machst du vielleicht hier unten die hier unten stehen? Hier ist zu wenig Licht, weißt du? Da können die kleinen. Jo, kann ich machen. Da können die kleinen Bäume nicht nachwachsen. Dann fange ich an. Jo. Und den Asten halt, gell? Jo. Ballrichtung, egal. Ja, guckst halt, dass er. Oh, Achtung, Achtung, Achtung! Oh! Hast du aber noch Glück gehabt. Guckst halt, dass sie dir nicht auf den Kopf fallen, gell? Ja, ja. Auf den Kopf fallen, ne? Gut, ich mach hier auch mal weiter. Hast du Funkgerät an dir, falls was ist? Jo, hab ich an. Perfekt. Ja, mach hier mal die Bäume. So, der war wichtig. Ballenfeld. Gott. Ich bin viel zu alt schon für das hier. Im Wald rum zu kraxeln. Ja. Da hat jeder nur Rücken. Vor allem, wenn du vorher beim Bauhof warst. Jo. Alle schwere Baumwelt. Hey, sind aber auch lange Bäume, hey, ne? Jo.
Baum fällt! Geh weg, geh weg, geh weg! Achtung, Achtung! Opa. Achtung, der rutscht, der rutscht, der rutscht! Oh, der ist jetzt, der ist jetzt. Oh, 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 oh. Ich glaube, da muss ich dann die Winde dran machen. Ich guck mal gerade. Ich will die holen. Meine Winde steht schon da, aber mein Traktor ist beim Händler. Aber geh mal, geh mal. Nee, warte, ich guck mal. Geh mal auf Seite, nicht, dass er dich trifft. Guck mal gerade, wenn ich die Äste absäge, ob er dann noch voll runterrutscht. Wenn er nicht rutscht, dann mache ich dann nehme ich die Winde. Nee, der will nicht. Ah! Achtung! Ah, jetzt. Heieiei. Hast du das gesehen? Da bin ich aber auch gerade ein Stückchen runter verloren, da. Ja, so ist es hier im Forst. Das ist nicht immer so chillimilli. Ich bin auf einmal das Ding unter mir. Was soll ich mir jetzt hier so machen? Oh. Warte. So. Baum füllt. Jo. Aber was willst du machen? So. Liegt ja auch was anders. Jetzt liegt er was tiefer wieder. Du kannst auch gleich auf Länge schneiden. Was für eine Länge gibt er? So wie das kleine Stück. Ja, zwischen 8 und 10. Okay. Ja, mal mit dem Harvester durchfahren mit. Ja, mit dem Harvester kommst du hier nicht. Hier unten geht's, aber oben kannst du vergessen. Ah, teilweise ist es steil, ey. Ja. Kommst du mal grad mit drücken? Jo, Moment. Angst hat, der mir auf den Kopf fällt. Wo bist du denn? Der Baum hier. Der hier? Ja, der. Oh. Warte mal. Probier mal nochmal. Hat einen Keil reinschneiden. Jo, aber musst du richtig rummachen, ne? Pass auf. Ah, ja, passt. Achtung, der kommt. Hi, da, now. Ah, ja. Sehr gut. So. So. Warte, da fehlt noch hier, da. Jürgen, du musst richtig entasten, gell? Ist der da? Ja, da war einer nicht richtig entastet. Oh. Sonst kommt der China-Import durcheinander. Okay. Macht er das dann nicht, oder was? Nee, dann spinnt er rum. Dann denkt er, das wären zwei Bäume oder so. Oh. Da weiß er nicht, wie rum er aufladen soll. Ah, oh, die Chinesen, ey. Na, bis dahin ist er ganz okay. Das ist die Hauptsache, ne? Was ist das hier eigentlich? Was? Was ist das? Warte. Hi. Ja. Wo bist du? Hinter dir. Grüne Teil hier auf dem Boden. Das ist eine Baumfräse. Eine Baumsäge. Kannst du. Sasa. Kannst du vorne einen Trecker dran machen und dann fährst du einfach an einen Baum ran und wird Baum abgesägt. Okay, und warum hat der hier oben so eine Klaue für nach vorne? Wenn du machst dagegen, kannst du oben gegen den Baum drücken. Na, kriegt er gleich die Fallrichtung. Ja. Ist schon ganz praktisch, dieses Teil. Schick, warum ist denn dein Traktor beim... Na, weil ich irgendwie den Ding abholen musste. Den Tatra. Ach so. Wenn du Bock hast, kannst du den Traktor holen. Ja, kann ich machen. Kannst du nämlich, da können wir damit die Bäume voll hier unten fällen. Jo, dann mach ich das. Jo, danke.
Wenn der hier. Achso, du bist mit dem Auto da, gell? Jo, ciao. Jo. Okay, ciao. Wo habe ich denn jetzt gesägt gehabt? Hm. Hier. Ah, hier auch. Okay. So. Der ist auch schon gelenkt. Der ist. Moment, der hier. Ist auch. Der auch. Der hier muss nochmal. So, das ist ja praktisch, wenn der mir meinen Trecker holt. So, die habe ich. Was ist mit dem hier? Den habe ich auch. Der hier noch. So. Alter, das ist nicht wieder... Au. Gerade noch den Ästen ausgewichen. Es kann nicht sein, dass der Bürgermeister denkt, alle haben Zeit. Ruf den sofort an. Telefon. Hallo? Hallo. Ja, Herr Reinhardt. Sie denken auch, ich habe nichts anderes zu tun, als auf Termine von Ihnen zu warten, oder? Es geht mir langsam auf den Geist. Ich habe nicht, innerhalb von einer halben Stunde habe ich keine Zeit. Ich werde zu dem Termin nicht erscheinen. Tut mir leid. Dann kriegen Sie ja keinen gratis Kraftstoff. Ist mir völlig egal. Ja. Gut, aber dann schreiben Sie sowas doch rein. Nachher denkt man, das wäre wichtig. Und dabei geht's nur um irgendwelchen Bullshit. Ja, und halt ein bisschen Palaver über Berufung und sowas. Nee, keine Zeit. Ich habe hier Aufträge zu erledigen. Oh, ist das Ihr Telefon? Nee, das ist meins, glaube ich. Wann könnten Sie? Um wie viel Uhr würde es Ihnen gar nicht, ich habe was zu arbeiten. Irgendwann muss es ja sein. Ja, dann setzen Sie einen Termin längerfristig an. Vielleicht nehmen Sie ja doch das Gesprächsangebot vom Herrn Knoll an. Das Angebot von Herrn Knoll. Der ruft mich gerade an. Bei dem, bei der Messe sollten Sie doch sprechen. Davon wurde mir nichts mitgeteilt. Moment. Hallo? Volker? Ja. Na, bring den Dolly mit, ne? Jo, bring mit. Okay. Bin gerade mit dem BM am Quatschen. Bis später. Jo. Ciao. So, jetzt nochmal, Herr Reinhardt. Ja. Wovon wissen Sie nichts? Davon, dass der Knoll was von mir will, irgendwo. Sie hatten sich doch in der Gruppe dazu geäußert. Sie hatten gesagt, Sie wissen gar nichts davon. Ja, ich weiß nichts davon, dass ich da irgendwas reden könnte, soll. Ja, aber er hat Sie ja dazu eingeladen. Mit dieser Nachricht hat er Sie ja dazu eingeladen. Ach so. So habe ich es zumindest verstanden. Aber ich habe so verstanden, dass es schon feststeht, dass ich da reden soll. Ja, dann müssen Sie halt mal mit dem Knoll sprechen, was er davon, ja, was er da meint. Wollen Sie sonst noch was? Nee, ich wollte mich nur über den Termin auslassen. Ja, der ist um 15 Uhr verschoben worden. Ja, werde ich wahrscheinlich trotzdem keine Zeit haben. Aber wenn es nur um Kraftstoff geht, dann verzichte also, ich gerne. Komm. Gratis Diesel, Sie werden über das Mobilfunknetz informiert und noch so ein paar Punkte. Okay, ja. Passt schon. Gut, dann bis die Tage erstmal. Tschüss. Alter, jetzt hat er einfach aufgelegt. Alter, der Bürgermeister geht mir so auf den Senkel. Ich glaube, ich werde mit dem Jürgen gleich nochmal quatschen. Volker! Jo!
Ich hab den Dolly hier unten ans Jägerhütchen gestellt, ne? Das Jägerhütchen? Ah ja, okay, da unten sehe ich dich durch den Wald rauschen. Okay. Du, komm mal kurz hier hoch. Komm mal gerade hier hoch, wir müssen noch kurz was quatschen. Hier taucht bestimmt kein Bürgermeister auf, da haben wir kurz Zeit. Komm. Ja. Du, hatte Hans-Peter mit dir gesprochen? Nee. Wegen Bürgermeister und so? Nee. Also der ist ja zurzeit so komisch drauf. Jetzt hat er schon wieder einen Termin innerhalb von einer halben Stunde angesetzt. Was denkt denn der, was wir tun? Weißt du, was mich einfach stutzig macht? Nee. Bei dem? Ruft er mich gerade an, ne? Also funkt mich gerade an. Oder ruft mich an, keine Ahnung. Da fuhr der mit meinem Auto einfach vor meiner Nase weg. Mit meinem Auto. Und hat gesagt, danke, dass ich ihm das Auto gegeben habe. Dabei hat er gar nicht gefragt. Also ich bin ja gerade mit dem Hans-Peter dabei, dass wir da ein Misstrauensvotum stellen. Ja, vor allen Dingen, woher hat der die Schlüssel immer? Der hat auch immer der kann auch mal eine Tore aufmachen. Bei der Werkstatt unten. Na, vielleicht hat er sich einen Zweitschlüssel organisiert. Den will ich einen husten, mein Freund. Den lang. Ja, das ist Katastrophe von dem. Aber ich mal am Radladerscheifel auf, den Typen. Wir sind gerade ein bisschen am Sammeln, dass wir ihm die Meinung geigen. Ach, Meinung geigen, hier. Beziehungsweise Misstrauensvotum. Hier ist das. Ey, pass auf, steck das Ding weg. Wenn das einer sieht. Wenn das nachher noch der Reinhard sieht, dann bist du ja gleich deinen Posten los. Reinhard? Hier ist ein Reinhard. Och, der Bürgermeister. Nee. Jo. Muss sie ja durchschneiden. Aller gut, aber. Hier einer kommt. Sind Traktor angelassen? Oh ja. Ja, dann mach mal aus. Ich bin sowieso am Ende für heute. Ja? Jo. Jetzt schon Ende. Ach ja, wir haben ja schon spät. Haben wir ja jetzt Mittagspause. Jo. So, liebe Freunde. Dann bedanken wir uns fürs Zuschauen. Wenn ihr diese Folge gesehen habt, dann habt ihr jetzt insgesamt 2 Wochen vorproduzierte... Achtung, warte, pass auf! Oh, der rutscht, pass auf! 2 Wochen Vorproduktion gesehen. Da ist einen vergessen schon wieder. Wegen Urlaub und bla bla bla. Achtung! Was machst du jetzt? Okay. Länge geschnitten. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst gerne ein Like, Abo oder Kommentar da. Habe ich den auch abgefallen? Ja. Und schaut gerne bei dem Dark Racex YouTube vorbei. Jürgen Racex. Meine bei dir. Ja, sehr gerne. Lasst gerne auch ein Abo oder ein Like oder einen Kommentar da. Und ja. Haut rein, macht's gut. Ciao. Ciao.